Hallo, heute lese ich euch aus Danze Danzes Buch Dinge passieren nicht einfach so vor. Dieses Buch ist ein kostenloser Kurs, um dein Leben zu verbessern. Ein kostenloser Leitfaden, um erfolgreich zu sein und Veränderungen in deinem Leben zu sehen. Dieses Buch boostet dich und dein Leben. Du erhältst Ratschläge, Taktiken und Tipps, um dein Leben nachhaltig zu verändern und dich glücklich zu machen. Finde dich selbst, entdecke deine Lebensaufgabe, deinen Sinn und lebe endlich deine Träume. Wenn du nach neuen Ratschlägen, Tipps oder Werkzeugen suchst, um dein Leben zu verändern, Selbstvertrauen, Lebensprojekt, Lebensumwandlung, Führung, Effizienz, Entwicklung, Fülle, dann ist dieses Buch die richtige Lektüre für dich. Danze Danze fordert uns auf, unseren Blick dem Guten zuzuwenden, in allen unschönen Dingen nur das Gute zu suchen und die negativen Zustände der Dinge gänzlich zu ignorieren. Wenn man dann noch versucht, nur zu sehen, was man daraus gewinnen und wie man davon profitieren kann, dann kann diese Übung allein schon heilen. Sie kann Wunderheilung bewirken. Auch schwere Krankheiten sind positive Mitteilungen, auch wenn es manchmal schwer ist, diese zu erkennen. Hilfe Dritter, die sich auskennen, kann nach einem schweren Schicksalsschlag rettend sein. Bücher von Danze Danze zu lesen, kann deine Augen und Ohren öffnen, deine Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen und dein Schicksal verändern. Ich lese euch nun aus Teil B von Dinge passieren nicht einfach so vor. Eine Geschichte, die beweist, dass Angst, Sorge und Ärger sinnlos sind. Alles, was dir passiert, passiert zu deinem Wohlergehen und führt zu deinem Erfolg. Danze Danze schreibt: Ich möchte hier viele unterschiedliche, wahre Geschichten erzählen, die wirklich passiert sind und die zeigen und beweisen, dass Dinge nicht einfach so passieren. Dinge, die passieren wollen, sind immer das Beste für dich, weil du unbewusst stets in Kontakt mit der Urquelle bist, die alles weiß, was du nicht einmal erahnen kannst. Du wirst verstehen, dass alles, was dir passiert, auch wenn es zuerst schlecht aussehen oder schmerzhaft sein mag, im Nachhinein positiv für dich ist, wenn du es genau betrachtest und Sinn und Lehre daraus ziehen kannst. Du solltest einfach dein Leben gelassen leben und die Dinge geschehen lassen. Du wirst dann sehen, wie Wunder und Kräfte, die du nicht beeinflussen kannst, über die du keine Macht hast, dein Leben zum Guten lenken. Du brauchst nur noch zu folgen und du wirst ein entspanntes und glückliches Leben führen, ohne Angst, ohne Sorge, ohne Kampf. Nun folgt die Geschichte, die dazu führen soll, dass du die Kontrolle abgeben, loslassen und entspannt durchs Leben gehen kannst. Ein Huhn in Hamburg führt meinen Bruder zu dem Auto, das er seit Wochen sucht. Wer hat schon einmal mitten in einer großen Stadt wie Hamburg, Frankfurt oder Berlin ein Huhn herumlaufen sehen? Kaum jemand, ich auch nicht. Vor circa 20 Jahren passierte dies aber meinem Bruder, der in Hamburg lebt. Es war an einem sonnigen Sommertag. Er lief gerade durch Altona, als er ein weißes Huhn sah. Er war total überrascht, so etwas zu sehen. Ein Huhn, das zwischen Autos und Fußgängern herumlief und sein Futter vom Boden pickte. Mein Bruder entschied sich, ihm zu folgen, als das Huhn in einer Nebenstraße bog und plötzlich wegrannte. Mein Bruder rannte auch mit. Er wollte unbedingt wissen, woher das Huhn kam und wohin es ging. Das erfuhr er aber nicht mehr, denn das, was er dann am Ende der Nebenstraße sah, ließ ihn regelrecht vor Freude schreien. Die Geschichte fängt eigentlich ein paar Wochen vorher an. Ein Freund meines Bruders, der in Kamerun lebte, bestellte ein gebrauchtes Auto, einen Renault Rapide, einen kleinen Kastenwagen. Dieser Freund brauchte ein Auto, um Waren transportieren zu können. Mein Bruder dachte, dass es einfach wäre, in Deutschland so ein Auto zu finden und nahm deswegen die Bestellung und auch das Geld dafür an. Nach 2 Wochen fing der Mann in Kamerun an, Druck zu machen. Das Auto war immer noch nicht gekauft und er hatte es eilig. Mein Bruder suchte überall und fand kein passendes Auto. Auch nicht nach 4 Wochen intensiver Suche. Ich half ihm ebenfalls, indem ich in meine Region hier in Hessen suchte. Aber auch hier fanden wir kein passendes Angebot. Der Druck aus Kamerun wurde immer größer und langsam fanden wir keine Argumente mehr, als der Mann ihm sagte, dass er das gezahlte Geld zurücksenden solle und dabei keinen Cent fehlen dürfe. Aber mein Bruder, der damals Student war, hatte schon einen Teil des Geldes für die Suche nach dem Auto, Anzeigen, Fahrtkosten, Telefonate und so weiter, ausgegeben und konnte gar nicht mehr das gesamte Geld zurückzahlen. Der Freund aber wollte das nicht verstehen und bestand darauf, innerhalb von einer Woche entweder das Auto oder sein Geld zu haben, sonst würde er ihn wegen Betrugs anzeigen. Der Druck war wirklich hoch und mein Bruder wusste nicht mehr, was er tun sollte. Wir intensivierten die Suche und er fand jemanden, der ihm das Geld leihen würde, um den Mann zu besänftigen. Ich empfahl ihm, weiter positiv zu bleiben und an Wunder zu glauben. Es konnte immer noch etwas passieren, das wir mit unserer Macht nicht kontrollieren konnten. An jenem besagten sonnigen Sommertag war er nun also auf dem Weg zu einem Freund in Altona, der gebrauchte Autos verkaufte.
Er hatte ihm gesagt, er könne ihm das Geld leihen, aber dafür müsse er in seinem Laden arbeiten, als Gegenleistung. Auf dem Weg dorthin sah mein Bruder dann dieses Huhn. Und aus Neugier und Interesse, weil so etwas in einer Stadt so selten war, folgte er ihm. Als das Huhn in die Nebenstraße bog und mit lautem Gack, 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 Gack anfing zu rennen, folgte mein Bruder ihm ebenfalls rennend, mit seiner Tasche in der Hand. Am Ende der Straße verschwand das Huhn in einem sehr alten, verlassenen Hof. Niemand schien da zu sein. Mein Bruder ging auch in diesen Hof, auf der Suche nach dem Huhn, und auf einmal stand vor ihm das langgesuchte Auto. Mein Bruder schrie laut auf vor Glück. Er fing an, das Auto zu begutachten, als jemand hinter ihm fragte, »Wollen Sie das Auto kaufen?« Und 5 Minuten später gehörte ihm der Kastenwagen, genau an dem Tag, an dem er das Geld hätte zurückzahlen müssen. Fazit: Das Huhn in dieser Stadt war kein Zufall. Mein Bruder hätte sagen können, es ist mir egal und es ist einfach nicht beachten, aber er folgte dem Zeichen und fand, was er so dringend brauchte. Falls ihr mehr zu diesem Buch erfahren oder mehr solche Geschichten lesen wollt, könnt ihr das Buch auf Amazon, der Website von der E-Edition oder in allen Online-Buchläden bestellen oder aber in jedem Buchladen um die Ecke kaufen.